Wir haben unser Projekt Kuh pro Klima genannt, weil wir der Überzeugung sind, dass die Kühe tatsächlich was Gutes tun können fürs Klima. Auch wenn man so was anderes hört. Klar, wenn man diesem Gedankengang folgt, Methan ist ein Klimagas und das ist schlecht das verändert die Atmosphäre, so dass es eben schlecht fürs Klima ist und die Kuh tut Methan ausstoßen, deswegen ist eben auch die Kuh schlecht. Also so ist ja dieses Denken, aber es ist nicht so wirklich bekannt, dass die Kuh noch viel mehr kann. Genau. Und um das, was wir jetzt hier machen und was wir uns auch gedacht haben und diesen Ansatz besser zu erklären, werde ich so einen kleinen Vorspann noch machen, um das ein bisschen zu erörtern, damit ihr versteht, was jetzt dahinter steht. Also was wir jetzt da draußen sehen, ist das Wetter. Und was wir jetzt aber hier sehen, ist tatsächlich letztendlich eine Entwicklung vom Klima. Und es ist jetzt wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen. Es wird einfach immer wärmer werden. In Deutschland sogar wohl noch ein bisschen mehr als im globalen Durchschnitt. Und ich habe jetzt schon viele Quellen gelesen, die sagen, dass im Alpen- und Voralpenraum das nochmal doppelt so schnell geht wie im globalen Durchschnitt. Und das bedeutet was hier, weil unsere Klimazone hier nicht wirklich darauf eingerichtet ist, auf so eine schnelle Entwicklung. Ja? Also das ist ganz schwierig jetzt auch für die ganzen Tiere, die eher auf kalt gepolt sind, sich in dem Tempo da anzupassen. Aber es ist nicht nur für die Tiere und für die Pflanzen und für den Boden ein Problem, sondern eben auch für uns Bauern, die da wirtschaften müssen. Und dieser Temperaturanstieg, der ist jetzt einfach entstanden, weil wir zu viel Klimagase jetzt in der Atmosphäre haben. Die Schicht hat sich jetzt verändert in der Atmosphäre und also vor allem CO2 ist da das Problem. Und wir haben aber auch zu viel Wasserdampf in der Atmosphäre. Das ist eigentlich der Hauptpunkt oder das Hauptproblem, warum das jetzt so richtig diesen Treibhauseffekt gibt. Und im Boden fehlt uns der Kohlenstoff und auch das Wasser können wir jetzt schlecht halten. Also und das heißt, dieser ganze Kreislauf, Wasserkreislauf ist jetzt komplett gestört. Das fällt erst jetzt auf oder mehr oder weniger auch uns jetzt hier, dass da jetzt was gekippt ist. Und das Grundproblem da ist aber, oder dahinter ist, dass eben das Ökosystem Erde jetzt ziemlich angeschlagen ist. Also um das nochmal kurz zu erklären, ein Ökosystem ist einfach ein lebendes System. Also es wird so definiert, ein umschriebener Lebensraum mit Lebewesen drin und mit allem Inventar. Das ist ein Ökosystem und das ist ziemlich vernetzt und in sich sehr stabil, kann sich, solange es funktioniert eben, sich selbst organisieren und sich selbst regenerieren, auch erhalten und ist auch sehr dynamisch, entwickelt sich immer weiter und das ist quasi dieser Begriff von einem Ökosystem. Also die Erde kann eins sein, wenn man das im Kontext zum Weltall sieht, aber der Regenwald ist quasi so ein Ökosystem, aber auch eine Wiese kann ein Ökosystem sein und selbst ein Betrieb, wenn es einer ist, der sich aus sich selbst heraus erhält, so mehr oder weniger, und könnte auch als Ökosystem im weitesten Sinne so definiert werden. Und das Problem ist es also, dass wir ziemlich viele kleinere Ökosysteme vernichtet haben oder so gestört haben, dass das jetzt einfach also wie so ein löchriges Netz ist. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und es gibt dann auch ein paar richtig große Ökosysteme, wie zum Beispiel der Regenwald oder irgendwie ein Korallenriff auch, die einen großen Einfluss haben auf fast das komplette Netz. Und jetzt sind wir an so einem Kipppunkt oder haben den vielleicht auch schon überschritten. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Ökosysteme, die kaputt sind, die sind kaputt. Die kommen einfach auch so nicht wieder. Wenn ich jetzt einen Wald habe und ich habe den abgeholzt, irgendwie ein schönes Waldareal, das schon seit Hunderten von Jahren so besteht oder noch länger, das ist in sich so stabil und kann auch viel aushalten, wenn ich das abholze und dann sage, ich tue jetzt zigtausende von Bäumen neu pflanzen, habe ich noch lange kein
neues Ökosystem und schon gleich gar kein intaktes Ökosystem, weil nicht nur eine Spezie oder wenn ich auch mehrere Baumarten pflanze, das reicht noch nicht, weil eben das Ganze drumherum im Boden, die ganzen Insekten, alle anderen Pflanzen, das muss auch mit dabei sein und das muss wachsen und sich entwickeln, sodass es dann immer stabiler wird über die Jahrtausende, Millionen Jahre. Also das ist jetzt ein Problem. Also wir können nichts nochmal wieder herstellen, was wir jetzt kaputt gemacht haben. Was wir aber machen können, ist, wir können diese Ökosystemprozesse, die jedem, also ich muss nochmal ausholen, in jedem Ökosystem sind vier wesentliche Ökosystemprozesse hinterlegt. Und das erklärt sich aus der Entstehung der Erde, aus der Entwicklung. Und die sind für jedes Ökosystemprozess gelten die mehr oder weniger stark ausgebildet, aber die sind überall hinterlegt. Und an diesen Ökosystemprozessen, da können wir jetzt ansetzen, vor allem wir Bauern, weil wir eben das Land haben oder auch alle, die irgendwo da mitarbeiten oder mit beteiligt sind, da können wir versuchen, was zu verbessern. Das ist unsere einzige Möglichkeit jetzt, hier anzusetzen. So, die Frage ist, wie können wir uns jetzt wieder in diese Prozesse einreihen mit dem, was wir machen? Wir haben ja irgendwie ein anderes System, eine Parallelwelt mehr oder weniger aufgebaut. Und die ist nicht so wahnsinnig resilient, wie sich jetzt herausstellt, wo uns fast alles um die Ohren fliegt, sondern wir müssen jetzt schauen, wie wir an unser Ursprungsnetz wieder andocken können und uns da wieder reinflyen können aus dieser Position, wo wir jetzt gerade sind. Und wir müssen auch schauen, wie wir diese verschiedenen Grundprozesse, also den Kohlenstoffkreislauf oder die Photosynthese, die wir brauchen, um überhaupt hier genug Energie hier zu haben, von der wir leben können. Wir müssen schauen, dass wir den Boden wieder aufbauen. Dazu brauchen wir das Bodenlebennetzwerk, um die ganzen natürlichen Mineral- und Nährstoffkreisläufe wieder zu reaktivieren. Wir brauchen natürlich einen funktionierenden Wasserkreislauf. Und da habe ich jetzt vorhin immer von einem gesprochen, aber letztendlich sind es ganz, ganz viele Wasserkreisläufe. Man kann auch sagen, irgendwie eine Grünlandregion oder selbst eine große Fläche kann ihren eigenen kleinen Wasserkreislauf haben, je nachdem. Und dann gibt es natürlich ganz große Systeme, die eben, wie gesagt, der Regenwald auch ihren eigenen Kreislauf haben, aber auch wieder eine Auswirkung auf die anderen Ökosysteme haben. Und das Ganze wird umgesetzt von den Lebewesen, die in diesem System drin sind. Und je vielfältiger die sind, desto stabiler ist das Ganze, desto besser funktioniert das. Also, und jetzt kommt die Kuh kann das alles. Die kann alle vier Prozesse bedienen. Die ist eine Spezialistin, vor allem was das Grünland anbelangt oder hauptsächlich, weil sie ja sich mit diesem Grünland, mit den Grasregionen entwickelt hat über die letzten Jahrtausende, Millionen Jahre. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange sie es macht, aber sie kann das. Und wir müssen sie nur lassen. Das ist so das Problem. Sie weiß, wie es geht und wir müssen jetzt neu lernen oder schauen, wie wir sie darin unterstützen können. Und weil eben ein Ökosystem ein unglaublich komplexes System ist und auch unser Betrieb, das weiß ja jeder, ist auch für sich ein sehr komplexes System, hilft es, wenn man einfach so ein Tool sich zu eigen macht, wie zum Beispiel dieses Holistic Management Framework. Das ist einfach, man kann sich das vorstellen wie so ein Rahmen, den stülpt man über seinen gesamten Betrieb und dann hat man so ein paar Hilfstools da drin, mit denen man dann guckt, dass man den so optimal sich ausfüllt oder erarbeitet, dass man in der Lage ist, seinen komplexen Betrieb zu Hause so zu managen, dass sich die Ökosystemprozesse verbessern und letztendlich auch mein Betrieb resilienter wird. Also das ist einfach ein universeller Rahmen, so kann man sich das vorstellen. Man kann auch zum Beispiel ein Verein oder selbst ein Dorf könnte man damit managen, wenn man einfach diese Hilfsmittel damit mit ansetzt oder anwendet. Ja, und nochmal zur Kuh.
Die Kuh hat eben über ihren Pansen, über ihre Mikroorganismen im Pansen eine absolute Affinität eben zum Bodenleben. Sie kann das Bodenleben absolut verbessern. Da gibt es auch schon verschiedene Studien dazu, die das auch nachgewiesen haben. Sie kann dadurch, dass sie eben beweidet oder die Art und Weise, wie sie beweiden würde, auch unter natürlichen Verhältnissen eben diesen Photosynthesekreislauf unterhalten und dadurch eben auch mit anderen Sachen wie zum Beispiel der Speichel oder der Tritt oder auch ihre Mikroorganismen, all das fördert einfach auch das Graswachstum und das Gras reagiert auch auf die Kuh und das fördert natürlich auch wieder diesen Kohlenstoffeintrag im Boden. Deswegen sind dann solche fruchtbaren Gegenden wie zum Beispiel auch in der Ukraine, wo es jetzt gerade alles zerschossen wird, oder aber auch in den USA gibt es so große Steppen, wo eben ein super guter Boden da ist. Das sind jetzt die Kornkammer von dieser Welt, die eben früher auch von riesengroßen über Jahrtausende oder noch länger eben aufgebaut wurde durch diese Kuhherden, die da durchgezogen sind, die Wisente und Bisons und so. Genau. Und die Kuh oder eine Kuh kann, wenn man sie lässt, eben auch eine Landschaft wiederherstellen. Und die gestaltet sie auf eine ganz besondere Art. Das sind so Übergangslandschaften, die dann entstehen, wo eigentlich eine wahnsinnig hohe Vielfalt ist. Wenn man in England gibt es so einen Versuch, da hat man auch mal alles mal wieder laufen lassen. Sie kreiert wirklich eine ganz vielfältige, strukturreiche Landschaft, die wiederum hilft, eben diesen Wasserkreislauf vor Ort zu verbessern, die eine abartig hohe Vielfalt mit reinbringt. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir das jetzt irgendwie auf unseren Betrieben organisiert kriegen, sodass wir auch noch weiter existieren können auf unserem Betrieb, dass es jetzt kein reiner Naturschutzpark wird, sondern eben eine Art Gemeinschaftsprojekt wird. Genau. Und das Holistic Plant Grazing, was wir jetzt hier angeeignet haben und auch einsetzen, das ist auch nur ein Werkzeug. Das heißt nichts anderes als eine ganzheitliche Weideplanung. Mehr ist es nicht. Und das kann mal so aussehen, das sieht ganz oft aus wie Mob Grazing, aber das ist es nicht. Das kann auch anders aussehen, je nachdem, was für Verhältnisse da sind, was ich erreichen will, was gerade notwendig ist. Gebe ich mal mehr, mal weniger, gehe ich schneller? Das ist einfach, das gibt das System her. Und ist auch gut so, weil letztendlich heißt es, die ganzheitliche Geschichte heißt, ich muss so managen, dass sich diese Ökosystemprozesse verbessern, dass ich also meine Ziele erreiche, dass sich der Boden verbessert, der Wasserkreislauf, dass alles stabiler wird. Das ist quasi der Hintergrund. Also, und diese Methode hat dieser Alan Savory entwickelt, der aus Zimbabwe ursprünglich stammt. Also hat alles begonnen in Afrika. Aber er hat das jetzt auch nicht so erfunden. Er hat einfach nur das, was er gesehen hat, auch zusammengetragen und erkannt, dass wir einfach ein paar Sachen berücksichtigen müssen, damit das insgesamt besser wird. Aber wir haben ja jetzt seit 2015 haben wir uns mit der Methode beschäftigt. Seit 2016 haben wir da, experimentieren wir damit. Wir haben das auch erst im Nachgang dann richtig gelernt. Aber man kann schon sagen, seit 2016 setzen wir das so ein. Und wir haben aber auch gesehen, so einfach ist es jetzt nicht hier in unseren Breitengraden, weil wir so wechselnde Temperaturen haben, Niederschläge haben, einen ganz anderen Boden als in Afrika oder in Südamerika oder Australien. Man muss doch nochmal anders planen. Und wir haben auch dann gefunden, je mehr wir uns da reingefuchst haben, auch in dieses Ökosystemprozessdenken, desto mehr Fragen kamen auch auf. Dann auch die Frage, was macht denn die Kuh da eigentlich genau, dass sich das so verbessert? Und wie macht sie das? Auf was muss ich denn achten, dass es eher besser wird und nicht schlechter wird? Weil jedes Jahr ist ja auch anders und das Wetter ändert sich bei uns sowieso dauernd. Also, und das ist quasi mit der Grund, warum wir dann gesagt haben, ja, jetzt müssen wir einfach, weil auch mehr Leute gefragt haben, auch der Tobi stand plötzlich mal auf der Matte und hat gesagt, hey, ich habe was gelesen im Bauernblatt, wie geht das?
Und ich sage, keine Ahnung, ich kann dir nur sagen, wie wir es auf unserem Hof machen. Ob das jetzt für dich passt, auf deinem Hof, das weiß ich nicht. Und dann haben wir auch beschlossen, wir müssen das nochmal anders angehen. Wir brauchen, wenn wir da wirklich weiterkommen wollen, brauchen wir einfach Unterstützung. Wir brauchen auch mehr Wissen. Das ist uns gleich aufgefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das machen? Ich habe dann 2017, 2018 so eine Art Konzept zusammengestellt, das so aus dem, was wir bei uns auf dem Hof gemacht haben, so entstanden ist. Da ist eben auch dieses Bodenleben-Kompostierungsaspekt ist mit dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein Konzept und bewerben uns bei diesem EEP Agri-Programm. Und haben dann auch Gott sei Dank noch genügend Betriebe gefunden, wie der Manfred ist noch dabei. Also insgesamt waren wir zuerst 8 und nach einem Jahr ist aber einer dann abgesprungen und jetzt sind wir quasi 7. Und wir haben dann Wissenschaftler noch mit ins Boot holen können, auch zum Teil sind die angestellt. Wir haben eine OG gegründet, die operationelle Gruppe Grünland, so nennen wir uns. Wir sind also vertraglich aneinander gebunden wie eine GbR. Und haben dann noch die Stiftung mit dem Boot, die TU München, der Bodenkunde-Lehrstuhl, hat gesagt, okay, wir machen mit, wir helfen euch, wir machen die Kohlenstoffermessungen für euch. Und als Projektpartner, als Wissenschaftliche haben wir auch die ANL noch, die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, die uns da auch ganz viel Input noch liefert. Und Gott sei Dank haben wir auch eine Stiftung noch finden können, die Hans-Lindner-Stiftung, die uns jetzt quasi so ein bisschen unterstützt, um diese ganzen Papierkram, und es ist echt unglaublich, was man da für Zettel alles beibringen muss und wie kompliziert das alles ist, und die uns auch so ein bisschen den Rücken frei halten in Sachen Finanzen, ja, weil wir echt in Vorleistung gehen mussten für alles, das ist echt nicht gut geregelt. Also solche Programme sind dafür da, dass irgendwie eine Uni sagt, oder es gibt irgendwie einen Träger und der macht das Ganze. Es ist nicht so ausgelegt, dass ein Haufen Bauern da aufschlagen und sagen, hey, hier, wir wollen jetzt hier mal eine Forschung umsetzen, ein Forschungsprogramm umsetzen, das auch wirklich nachher was bringt, wo wir nachher auch von der Praxis her irgendwie einen Wert haben und nicht nur irgendwie eine Empfehlung, sondern wir wollen praxisgeprüfte, anschauliche Studien haben, mit denen wir auch was anfangen können. Und dann haben wir diesen Titel gewählt, ich weiß nicht, ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen, das heißt, der ist ein bisschen sperrig, der Titel, aber er trifft es eigentlich doch ganz gut immer noch. Und zwar haben wir gesagt, innovative Strategien für ein ressourcenschonendes, für eine ressourcenschonende und resiliente Grünlandbewirtschaftung. Und wir haben mit Absicht gesagt, nicht nur eine Strategie, weil das macht keinen Sinn, und die Natur, wenn man da mal schaut, die haben auch immer mehrere Optionen und Strategien, weil die ja auch mit unterschiedlichen Situationen klarkommen müssen und auch durch diese Evolution auch Erfahrung gemacht hat. So eine Pflanze zum Beispiel hat immer mehrere Optionen, wie sie irgendwas macht, wie sie mehr Nährstoffe aufnimmt, wie sie kommuniziert. Also jeder hat so seine mindestens eine Strategie oder auch mehr. Und wir haben gesagt, wir beschränken uns eben jetzt auf die 4 Wesentlichen, die eben auch diese Ökosystemprozesse ansprechen. Und was sich ja jetzt in der heutigen Zeit auch herausgestellt hat, ist es immer eine gute Idee, auch zu schauen, dass man sein Management so auslegt, dass man möglichst wenig Ressourcen verbraucht, sondern und sogar noch besser, das so auslegt, dass man einfach die natürlichen Ressourcen, die einem ja kostenlos zur Verfügung stehen, wie die Sonne, dass man die noch viel besser nutzt und daraus dann auch selber noch wirtschaftlicher wird, weil man ja dann diese Kosten nicht hat. Und das alles natürlich in diesem Kontext Klima, weil darum geht es ja auch, oder? Wir müssen uns jetzt ändern. Und wer sich jetzt nicht selber auf den Weg macht, der wird halt geändert von den Umständen. Also wir kommen einfach nicht aus. Und deswegen macht es auch Sinn, wenn wir das von uns aus machen und jetzt selber schon loslaufen und nach Lösungen suchen, dass es uns nachher nicht so ganz so kalt erwischt. Dass wir so wenig Zeit haben jetzt, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Jetzt geht es wirklich ganz schnell. Aber wie gesagt,
Ich sehe es auch positiv, weil es gibt Möglichkeiten, es gibt Alternativen und wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir das ganz gut organisieren. Und es ist auch wichtig, dass es möglichst viele machen. Deswegen machen wir auch so einen externen Feldtag und deswegen wollen wir auch weitermachen in Zukunft, dass das einfach sich weiter ausbreitet, weil nur das macht Sinn. Wenn nur wir zwei, Tobi und oder Manfred und wir mit unserem Hof was machen, hat es noch wirklich keine Auswirkung aufs Klima. Aber wenn jetzt eine ganze Region Sachen anders macht, dann hat es sehr wohl eine Auswirkung. Also wir haben schon eine Auswirkung aufs Wetter. Ja? Wir, nicht aufs Klima direkt erstmal, aber aufs Wetter. Und viele Wetterzonen zusammen bilden ein Klima. Also ob es irgendwo dann jetzt regnet oder Wasser gespeichert werden kann, hängt sehr wohl an uns. Genau, also und unsere Strategien sind eben Wissen. Wie gesagt, wir wissen alles über die gute landwirtschaftliche Praxis. Also wir zumindest wissen relativ wenig über die Belange der Natur, was die Natur eigentlich braucht und wie das irgendwie zusammengeht. Wir sind einfach in eine andere Richtung weiter, haben uns entwickelt und haben irgendwie das nicht mehr so richtig drauf und wissen einfach auch zu wenig, wie das ist, was da passiert, wenn die Kuh die Pflanze abreißt und was das für einen Effekt auf den Boden hat. Und natürlich, das ist das Weidemanagement, wo ich denke, was auch am meisten Potenzial hat und was auch flexibel und offen genug ist, dass es auch angepasst werden kann an jeden Betrieb und auch an die Bedürfnisse vom Betriebsleiter. Das wird sich auch nachher sehr gut zeigen in unserem Leitfaden, weil jeder Betrieb, der jetzt hier mitmacht, hat das, obwohl er ja das Gleiche gelernt hat, auch anders umgesetzt. Und das ist auch gut so, weil er muss es so umsetzen, wie es für ihn passt. Und keiner von uns macht es 100% richtig. Das ist auch ganz normal. Aber wir lernen jedes Jahr dazu und werden halt jedes Jahr auch ein bisschen besser. Ja, und dann haben wir gesagt, wir müssen schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass wir der Artenvielfalt mehr Raum geben und trotzdem aber auch da drin wirtschaften können. Das heißt, wir haben für jeden Betrieb ein Biodiversitätskonzept erstellt. Also der Betriebsleiter zusammen mit der Franziska Hanko, die unsere wissenschaftliche Projektleitung ist, die unsere Pflanzenfachfrau. Und da schauen wir jetzt einfach, dass wir das jetzt nach und nach umsetzen. Da gibt es auch noch so ein bisschen Hürden, auch mit den Behörden. Man darf gar nicht alles machen, was man will, aber das wisst ihr ja alles selber. In der Schweiz wird es auch so ähnlich sein. Also wir dürfen nicht überall eine Hecke pflanzen. Das muss alles gut abgeklärt werden und ja, ist nicht so einfach, aber es ist wichtig, weil wenn wir wollen, dass unsere Kühe da draußen was gut machen, müssen wir denen eben auch da draußen ein Habitat schaffen, dass sie auch draußen bleiben können und wir sie nicht, sobald es ein bisschen wärmer ist, alle wieder reinholen müssen, weil sie vielleicht so einen Hitzeschlag bekommen. Das heißt, wir müssen schauen, dass die einen Schutz haben, einen Schatten haben. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sodass dann alles ruiniert ist um den Baum herum, sondern dass wir eben unseren Weidezug weitermachen können und gut und besser und auch einfacher planen können. Da gehört auch das Wasser dazu, da sagt dann auch der Tobi nachher noch was dazu. Und weil wir gesagt haben, ja, wir haben ja nicht alle die optimalen Bodenverhältnisse und wir müssen auch davon ausgehen, dass auch das Bodenleben ziemlich gelitten hat, weil wir ja ziemlich viel auch mit Stickstoff, mit Gülle und so weiter vielleicht auch viele Bodennährstoffkreisläufe hier kaputt gemacht haben und weil wir ohne eine gute Bodenstruktur und ohne ein aktives Bodenleben überhaupt keinen Kohlenstoff speichern können, müssen wir eben da auch noch mal genauer hingucken und vielleicht auch mal schauen, nicht nur nach diesen Nährstoffen, sondern einfach nach dem Bodenleben. Ja? Wir haben versucht herauszufinden, was ist denn da los bei uns im Grünland? Das ist ziemlich wenig untersucht. Ja? Man guckt immer auf den Acker. Grünland ist ziemlich so benachteiligt und man hat, glaube ich, jetzt auch den Bodenkunde-Lehrstuhl, den Grünland-Lehrstuhl an der TUM in München da abgebaut, weil es ist ja nicht so wichtig. Aber es ist doch sehr wohl sehr wichtig, weil die Grünlandbauern, glaube ich, auch vielleicht länger durchhalten werden, wenn es jetzt wirklich noch schwieriger wird. Aber nichtsdestotrotz, bei uns ist auch nicht wirklich alles nicht perfekt und wir müssen auch da gucken,
wie wir einen vernünftigen Pflanzenbestand hinkriegen, der tief wurzelt, der auch dann so aktiv ist, dass auch der Kohlenstoff da unten bleibt. Und zwar unten, nicht nur oben, sondern unten. Und insgesamt jedes Jahr die Wasserspeicherkapazität sich auch verbessert. Genau. Und was auch wichtig ist und vielleicht auch das Wichtigste, wir wollten einfach schauen, wie lassen sich diese Strategien umsetzen? Was ist da für ein Prozess dahinter? Wo sind denn die Schwierigkeiten? Weil jeder hat ja eine andere Ausgangslage und auch andere Vorstellungen. Und uns ist ja auch wichtig, obwohl wir jetzt alle Biobetriebe sind mit Weidehaltung und Milchvieh. Das ist das, was uns eint. Wir sind alle in einem Radius von 25 Kilometern. Aber trotzdem ist jeder unterschiedlich und fast jeder hat auch ein bisschen anderes Wetter. Also wir in Siebratshofen sowieso. Also im Vergleich zu Kempten regnet es bei uns vielleicht doppelt so viel, so gefühlt auf jeden Fall. Und es ist nicht so ein großer Unterschied. Und schon ist eine andere Klimazone vielleicht in irgendeiner Form. Und mit dem muss man halt umgehen und schauen. Was wir wollen keine Weidesysteme vergleichen. Wir wollen gar nicht beweisen, dass Holistic Plant Grazing oder dieses ganzheitliche Weidemanagement besser ist als ein anderes. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach verstehen, was es mit diesen Ökosystemprozessen auf sich hat und wie wir die besser verbessern können. Oder wie erkennen wir denn überhaupt, dass das gut läuft oder nicht. Wann ist der beste Zeitpunkt, eine Kuhherde in den Pflanzenbestand reinzutun, damit die Pflanze optimal Exudate ausscheidet und Kohlenstoff in den Boden reinbringt? Das sind so Sachen, die uns interessieren. Oder wie der Wasserkreislauf. Woran sehe ich denn, dass der in die richtige Richtung geht oder in die falsche Richtung geht? Oder verliere ich jetzt hier Biodiversität, wenn ich das so mache? Und wenn ich jetzt irgendwo in eine Richtung unterwegs bin und sehe, nee, das passt gar nicht oder meine Kühen passt gar nicht, wie komme ich da wieder zurück? Gibt es irgendwelche Indikatoren, wo ich dann schnell sehen kann, was ich dann also bei der nächsten Weiderunde dann mache? Wie entscheide ich mich dann? Das sind solche Fragen, die wichtig sind. In der Theorie ist immer alles ganz einfach. Und dann steht man da draußen und muss doch noch eine Entscheidung treffen und dann ist es plötzlich ganz anders. Und dann macht man natürlich einen Fehler. Und wenn man noch besser hingucken kann oder mehr sieht, dann sieht man auch, dass ein Fehler, den man im Frühjahr gemacht hat, bis das ganze Jahr durch verfolgt oder im nächsten Jahr noch verfolgt. Und dann ist es uns wichtig gewesen, dass wir ein Projekt machen, wo auch jeder individuell seine Ziele verfolgen kann. Das muss drin sein, auch bei einem Forschungsprojekt, dass der Bauer nicht irgendwas macht, obwohl es völlig gegen seine Vorstellungen geht, sondern dass er quasi das, was er braucht, dass er das auch machen kann. Und das müssen wir irgendwie abbilden können. Und wir wollen eben unter realen Bedingungen das machen. Das war jetzt auch nicht so einfach, das alles zu koordinieren, weil jeder hat ein bisschen einen anderen Schnittzeitpunkt und eine andere Vorstellungen, wie er das macht, auch andere Flächen. Und das war jetzt gar nicht so einfach. Und deswegen war uns schon von vornherein klar, wir können die Betriebe auch nicht vergleichen, wollen wir auch gar nicht, aber wir können quasi in Form von Fallstudien können wir aufzeigen, die Entwicklung, wo kommen sie her, die Geschichte, was haben sie für Talente und Vorlieben und wo wollen sie sich denn hinentwickeln, was war das Problem im ersten Jahr mit dem Weidemanagement, was haben sie für Ziele gehabt dann deswegen, fürs Zweite, was für Lösungen haben Sie gefunden, um das zu verbessern? Was hängt denn alles noch mit dran, was sich am Anfang vielleicht noch gar nicht so gezeigt hat? Wie ist die Strategie allgemein und auch für die Zukunft? Alles unter diesem Kontext, auch Klima. Genau. Und dann haben wir, weil es halt doch irgendwie eine Vergleichbarkeit braucht, haben wir in jedem Betrieb quasi eine Testfläche eingerichtet, wo wir auch nochmal ganz genau hingeguckt haben, eine Fläche, wo nur gemäht wird und eine, die nur beweidet wird, einfach um ein bisschen so eine Idee zu kriegen, was macht denn die Kuh da anders oder wie zeigt sich's denn, wenn quasi die Kuh abweidet gleich neben dieser Schnittfläche, die nur gemäht wird. Was zeigt sich denn da? Und dann, weil das eben ja auch mit der Realität was zu tun haben soll,
haben wir gesagt, okay, wir machen noch eine zusätzliche Schicht obendrauf. Wir machen einmal noch Gülle, also ganz normal, wie der Betrieb das eben macht, mit seiner Gülle, die er hat. Und auf der anderen Seite machen wir keine Gülle, sondern schauen, ob wir das mit dem Kompostextrakt noch unterstützen können, auch im Hinblick bezüglich dieses Mineralstoff-Nährstoff-Kreislaufs, wo wir eben das Bodenleben wieder reaktivieren wollen, wo wir eben eigentlich die Stickstofffixierer fördern möchten und dass die das dann übernehmen und wir immer weniger Gülle vielleicht verwenden können. Und da wollen wir einfach, wollten wir immer noch genauer reingucken, weil das kann ja auch für die Zukunft noch eine Option sein. Also A, wenn das zweite System sich, also wenn man das so weit ausweiten kann, also wir sind jetzt bis Ende November draußen schon fast mit unseren Tieren und fangen, je nachdem, wie wir aus dem Winter kommen, auch relativ früh dann schon auch an manchen Flächen, haben wir auch natürlich weniger Dünger im Stall und haben auch weniger zur Verfügung. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man dann einfach weiß, wenn man mit weniger Einsatz auch durchkommt und unter Umständen auch gleichzeitig noch etwas mehr diese Artenvielfalt fördern kann. Ja, es kommt eben darauf an, wie der Winter ist. Ja, wir sind schon im März draußen gewesen, Ende März, aber auch erst im Mai. Das kommt einfach, weil der Winter verschiebt sich jetzt. Wir hatten jetzt letzten zwei Jahre, drei Jahre war es eher später, aber davor hatten wir zwei, drei Jahre, wo wir relativ früh schon raus sind. Genau, und wir haben also alles Mögliche angeschaut. Wie gesagt, Kohlenstoff hat die TUM gemessen. Da werden wir das nächstes Jahr, wir werden dann noch eine Verlängerung beantragen, dass wir zur gleichen Jahreszeit eben nochmal den Kohlenstoff ermitteln können, auch in tiefere Schichten. Und das sind aber nur drei Jahre dann dazwischen, was eigentlich fast zu kurz ist. Man sagt, also man so richtig signifikante Unterschiede würde man nach 5 oder 6 Jahren erst sehen. Aber wir machen es jetzt trotzdem, obwohl es eine Heidenarbeit ist. Aber das gehört einfach dazu. Und dann haben wir verschiedene Bodentests noch gemacht im Frühjahr und im Herbst immer. Wir haben oft die Pflanzen kartiert und eben auch noch nach dem Bodenleben geschaut. Da sage ich jetzt auch gleich noch was dazu. Ja, und was wir auch gemacht haben, wir haben jetzt versucht, so ein bisschen das zuzuordnen. Was für Maßnahmen oder Aktivitäten gehören eigentlich zu diesem Prozess, zum Beispiel zur Photosynthese, und wie können wir diese Prozesse, wie erkenne ich das dann auch oder was für Mittel brauche ich eigentlich, um es zu erkennen, ob es gut läuft oder nicht, und was für Maßnahmen letztendlich spielen da in diesen Prozess mit rein oder wie kann man es dann letztendlich unterstützen. Genau. Also, und ganz wichtig ist eben, deswegen ist es auch in Orange, dass immer dieser Kontext von dem Betriebsleiter mit dabei ist, dass wir den auch immer, das ist eigentlich das Erste. Wenn der Bauer entscheidet letztendlich, was unten, ob es der Boden gut wird oder nicht, das hängt von uns ab. Ja, ob wir das zulassen oder wie wir managen, was wir berücksichtigen, ob es gut oder schlecht wird, hängt letztendlich, oder ob es besser wird oder eher weniger gut wird, das hängt allein von uns ab und von unserem Kontext, von unseren Bedingungen auch, aber vor allem von uns, was wir daraus machen. Genau, und dann seht ihr hier ein paar Bildern. Wir haben also gleich im ersten Jahr einige Workshops gemacht, natürlich das Holistic Management versucht zu vermitteln im Eilverfahren, weil wir die Bewilligung anstatt Dezember erst Mitte März bekommen haben. Zeitgleich mit dem ersten Corona-Lockdown konnten wir starten. Das hat uns auch ein bisschen behindert, die ersten zwei Jahre dieses Corona. Aber auch andere Workshops, auch diesen Kompost-Workshop haben wir dann erst im zweiten Jahr gemacht. Aber ich denke, wir haben alles abgearbeitet, was wir auf unserer Agenda hatten. Dann haben wir auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil wir eben auch noch ein bisschen Geld sammeln wollten und auch die Message rausbringen möchten, dass da eine Gruppe gibt, die sich da mit solchen Sachen beschäftigt, und weil wir auch Kontakt zu euch haben wollten, einfach um auch Rückmeldungen zu bekommen und eure Erfahrungen mitzunehmen, weil man einfach nur ein Bild bekommt, wenn man möglichst viele Beispiele hat. Ja? Genau, und dann haben wir natürlich
haben auch die Betriebe, die jetzt hier mitgemacht haben, die mussten ziemlich viel dokumentieren. Es ist ein unglaublicher Datenwust, der da zusammen aufläuft, wenn da mehrere Betriebe da jeden Tag was anders machen. Also da kommt was zusammen. Deswegen haben wir auch Apps genutzt. Wir haben auch also eine Weide-App genutzt oder ausprobiert und da Erfahrungen sammeln können. Aber wir haben auch eine andere App genutzt, wo wir unsere Daten, die wir auf dem Feld gleich erhoben haben, eingegeben haben. Einfach um zu testen, ist die auch was, wenn dann später jemand sagt, okay, ich möchte selber das auch untersuchen, was macht da Sinn, dann kann man es wirklich gleich vor Ort eingeben und hat dann sogar so eine Art Auswertung, nachher sogar in Grafiken, wo man dann vielleicht noch ein bisschen besser sehen kann, okay, also am Anfang ist es sicher hilfreich, es geht in die richtige Richtung. Dann haben wir natürlich nach dem Bodenleben geschaut. Wir haben sogar Wurzeln untersuchen lassen, wie die Mykorrhizierung im Grünland ist. Und wir hatten verschiedene Bachelorarbeiten mitlaufen und jetzt eine Masterarbeit ist auch gerade im Entstehen zum Thema Klimabilanz. Das war natürlich auch hervorragend. Und wie gesagt, wir haben eben auch nach dieser Biodiversität geschaut und da Konzepte erstellt, aber die Umsetzung ist richtig schwierig. Letztes Jahr gab es auch kaum Pflanzen zu erwerben zusätzlich. Und es gibt zwar jetzt so ein Förderprogramm, das B59, aber auch da es sind viele Stolpersteine und es ist nicht so einfach, dann was in die Realität umzusetzen. Aber ein paar Betriebe haben jetzt schon was gemacht und bleiben dran. Und es ist halt auch nicht so, dass wir in einem Jahr alles machen können. Ja, und zum Schluss noch, wir haben auch, weil wir uns das auch auf die Fahnen geschrieben haben, wir wollen alles auch bis zum Ende durchgehen. Wir haben viel experimentiert, wir haben Spezialkomposte entwickelt, wo möglichst viel von dem Bodenleben drin ist, auch in pilzlastige Komposte und haben da auch Rezepte jetzt gefunden. Und die auch letztendlich jeder selber herstellen kann, weil man dann, wenn man das verdünnt, auch nicht die große Menge braucht. Dann reicht einfach, wenn man so einen Turm da baut oder zwei, je nachdem, wie viel Fläche man hat. Und dann könnte man, so ist das Denken dahinter, dann eben einen Extrakt herstellen. Da haben wir auch noch experimentiert, dass wir mit möglichst wenig Kosten das auch mal ausprobieren kann mit Sachen, die man eigentlich hat, was zusammenbasteln kann. Wir haben dann getestet und gemessen, passt es vom Sauerstoff her. Und dann kann man es einfach mal probieren, ohne dass man ein paar tausend Euro investiert hat oder versenkt hat, wenn man es nachher dann doch nicht macht. Aber man kann vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen noch sammeln. Und wir sind natürlich in 2 oder 3 Jahren kann man einfach noch in der Sache noch nicht die absoluten Aussagen treffen, aber so ein paar Tendenzen haben wir jetzt schon gesehen und die, wie gesagt, wir machen jetzt im Herbst, Ende September nochmal eine große Aktion und dann haben wir so fünf Aktionen gehabt, aus denen können wir, denke ich mal, schon einiges rausziehen oder zumindest mal dann auch beurteilen. Genau, und dann es ist ja nicht nur die Herstellung ein Problem, sondern wir mussten eh schauen, dass wir diese Testflächen dann auch beglücken. Da hat mein Mann dann auch noch einen Anbau für unseren Motorraum hier gemacht. Da sind wir mit dem dann auch von Hof zu Hof gezogen und haben auch einen Tank mit dabei gehabt, dass er immer das Gleiche gemacht wird mit dem gleichen Substrat und damit wenigstens da so eine Vergleichbarkeit ist. Und haben es dann auch noch mal so einen Nebenversuch gemacht. Da haben wir dann die Gelegenheit bekommen von einer Firma, die haben uns so DNA-Analysen gemacht. Wir wollten einfach wissen, welche Art der Ausbringung hat dann auch den schnellsten Effekt oder kriegt man dann sofort ein Feedback vom Bodenleben. Und da hat mein Mann noch mal, das kann er euch heute vielleicht selber zeigen, wenn es euch interessiert, noch mal was gebastelt, sodass wir dann gucken konnten mit einem Nebenversuch noch, ist das Draufsprühen, das Dripline, also das Auftropfen direkt auf dem Boden oder das Einritzen mit Eintropfen, was gibt den besten Effekt? Das erklären wir dann heute Nachmittag. Genau, und dann schreiben wir schon seit Januar seit Dezember eigentlich schon an dem Leitfaden. Also der Hauptteil ist wirklich, das sind die Betriebsprofile. Also da kommen noch ein paar Seiten dazu. Das ist nur ein Betrieb, den wir so darstellen. Das ist so der Kern und so kann dann jemand, der Interesse hat, auch anhand von diesen Beispielen lesen, ob irgendwas übertragbar ist, vielleicht auf seinen Betrieb oder kann sich Anregungen holen,
wie er das gemacht hat. Und dann haben wir noch so einen allgemeinen Teil vorne dran, wo auch dieser Kontext hergestellt wird zum Klima, zu diesen Ökosystemprozessen, zur Artenvielfalt, da noch ein bisschen Wissensinput liefern. Und dann gibt es einen wissenschaftlichen Teil, wo wir eben diese Studien, die es eben schon gibt, dazu ranziehen, das bewerten und aber auch unsere eigenen Ergebnisse dann damit mit aufführen. Und dann gibt es eben noch diesen Praxisteil, wo es dann endlich mal so ein Rezept gibt, weil das ist das einzige Rezept, was es gibt, ist das Kompostrezept. Sonst alles andere kann man einfach nicht so sagen, so müsst ihr es machen. Das ist nicht möglich, weil ja jeder Betrieb anders ist. Und da könnt ihr dann quasi, da gibt es sogar Bezugsquellen, welche Düsen man nehmen kann. Da haben wir auch eine Unterstützung bekommen von einer Firma, da kam dann einer auf den Hof mit zigtausenden von Düsen. Ich wusste gar nicht, was da alles möglich ist. Und wir haben dann experimentiert. Also man kriegt, ich glaube, die sind alle sensibilisiert und dass wir da Unterstützung brauchen. Und wir haben die auch bekommen. Und deswegen haben wir auch unterm Strich, denke ich mal, mehr gemacht, als wir eigentlich vorhatten, weil immer wieder was Neues dazukam und die uns geholfen haben und wir haben gesagt, okay, und so flexibel sind wir, das nehmen wir jetzt mal mit und gucken. Vielleicht ergibt sich hier noch was draus und es hat sich auch noch einiges draus ergeben. Genau, so ganz kurz so angerissen, also das, was da steht, das wussten wir eigentlich vorher schon, aber es hat sich eigentlich nochmal bestätigt. Die Natur reagiert schnell auf uns. Gott sei Dank reagiert sie noch. Aber in dem Moment, wo du ein bisschen was richtiger machst, kriegst du eigentlich sofort eine Rückmeldung und zum Positiven. Und das ist gut so. Wir sehen vielleicht noch zu wenig und wir müssen einfach noch ein besseres Verständnis bekommen um die Zusammenhänge. Und deswegen machen wir ja diese ganzen Forschungsprojekte. Und die Kuh hat natürlich einen Einfluss. Das sehen wir jeden Tag. Und wir müssen einfach nur jetzt noch wissen, was machen wir mit dem Ergebnis. Und da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Und wenn du was änderst, wenn du dein Verhalten änderst, dann ändert sich ja alles. Alle, die in deinem Umfeld sind, müssen sich ja mit verändern. Und wenn du jetzt den Zaun anders versetzt, dann ist es für dich eine Art Übergangsphase, weil du musst erstmal rausfinden, wie viel ist denn notwendig für die Fläche zu diesem Zeitpunkt, aber auch deine Kühe müssen damit klarkommen. Das dauert auch ein paar Tage, wobei die echt am schnellsten sind. Aber auch der Pflanzenbestand hat eine Übergangsphase und ändert sich. Ja, je nachdem, wo du herkommst. Wenn du von der Kurzrasenweide kommst und das jahrzehntelang gemacht hast, dann hast du erstmal nicht die Pflanzen, die jetzt eigentlich gebraucht werden für dieses Weidesystem. Ja, das ändert sich aber mit der Zeit. Du kriegst immer mehr Tiefwurzler und kannst aber auch deine Fläche anders fordern oder nutzen. Genau. Ja, neues Wissen hilft. Also vor allem, weil man einfach dadurch leichter eine andere Perspektive einnehmen kann und dann auch mehr auch auf die anderen Bereiche guckt. Und es hilft auch, dass man nicht so schnell wieder in alte Muster zurückfällt. Man macht es dann vielleicht manchmal, man schafft es auch immer nicht alles hundertprozentig zu machen, aber man macht es dann, wenn man es falsch macht oder anders macht, wieder mit einem schlechteren Gewissen. Also so geht es mir zumindest. Ja, Milchproduktion, es gibt natürlich Schwankungen, wenn es draußen 6 Wochen lang regnet und kalt ist, das siehst du natürlich im Milchtank, aber unterm Strich, was wir so bis jetzt so gesehen haben, ist es nicht schlechter, im Gegenteil, manche haben es auch geschafft, wie der Tobi, das kann er nachher auch erklären noch, aus der Grundfutterleistung noch einiges rauszuholen, also da, ich glaube, toppen kann man ihn da nicht, aber das soll er nachher selber erklären. Natürlich wächst es mehr. Ich erzähle gleich nachher auch noch, warum. Das ist das, was man eigentlich als erstes erkennt, dass es einfach mehr wächst, obwohl man mehr zurücklässt. Das ist ein Paradox, aber es ist so. Genau. Und was wir auch, was auch klar ist, man kann einfach ein lebendes System kann man nicht, ein Ökosystem kann man nicht vergleichen mit dem anderen Ökosystem. Und ich kann auch meine Feuchtwiese oder Fettwiese nicht mit meinem Magerrasen am Steilhang vergleichen. Macht gar keinen Sinn.
ich brauche es gar nicht versuchen. Ich muss einfach individueller gucken und schauen, was habe ich da und dementsprechend so managen, dass es für die Fläche, für das Ökosystem oder für was auch immer ich erreichen möchte, besser wird. Und es macht auch wenig Sinn, das ist meine Erkenntnis so, die letzten 2, 3 Jahre auch dahin zu managen, dass alles gleich ist, weil man tut sich da viele Optionen ausschalten. Möglichkeiten, die ich vielleicht habe, wenn ich unterschiedliche Flächen habe, die unterschiedlich wachsen. Das ist auch ein Vorteil. Das habe ich aber lange nicht begriffen. Ich sehe jetzt auch unseren Problemberg auch nochmal mit anderen Augen. Das ist so meine Lernkurve gewesen. Auch im Austausch mit den anderen Betrieben, was ich da so gesehen habe. Ja, und wir brauchen einfach auch andere Methoden unter Umständen. Also das, was man so jetzt so hat, um irgendwas zu messen, ist gar nicht so hilfreich. Auch das ist ein Unterschied, haben wir gesehen, ob du vor einer Beweidung eine Bodenprobe nimmst und das Bodenleben anguckst oder danach. Da kommen unterschiedliche Sachen raus. Also, weil das ist ja ein lebendes System und das reagiert. Und da müssen wir einfach nochmal, da muss die Wissenschaft eigentlich da nochmal sich Gedanken machen, wie man das besser macht oder anders macht. Und das Ergebnis, habe ich vorhin schon gesagt, was hinten rauskommt, hängt allein von uns ab. Es ist leider so. Ja, und wenn mein Fokus ist, maximale Milchleistung, dann werde ich natürlich auch anders managen. Dann kommt auch ein anderes Ergebnis raus als einer, der sagt, nee, Milchleistung ist eine Sache, aber ich gucke mir den ganzen Betrieb an und unterm Strich komme ich vielleicht, wenn ich mir alles angeschaut habe, besser raus, wenn ich ein bisschen weniger Milchleistung habe, dafür hier und hier und hier habe ich vielleicht da mehr gewonnen, weil ich da weniger Ausgaben habe oder gar nicht erst Zukauf habe. Ich war im Mai, hatte ich das Glück, 3 Tage nach England zu reisen. Das war alles gezahlt, deswegen habe ich gesagt, ich fahre mit. Und wir haben 3 verschiedene Betriebe angeguckt. Und der erste Betrieb war auch einer, der quasi dieses ganzheitliche Management da umgesetzt hat. Die haben, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, in England regnet es immer. Die haben aber auch da in der Ecke nur 700 mm Niederschlag. Sie sagen, ja, das, was da vom Meer kommt, das geht über sie hinweg und es regnet halt irgendwo anders, aber nicht hier. Das war mir nicht klar. Und dann haben wir einen Betrieb angeguckt, der biologisch gewirtschaftet hat, aber sehr intensiv. Ja. Da ist ganz viel Controlling abgelaufen. Die haben echt 3 verschiedene Herden, A 200 noch was Stück Vieh gehabt. Und die haben das wirklich im Griff gehabt, auch Familienbetrieb noch. Und wirklich das Optimum rausgeholt auf biologischem Weg. Die haben ihre Milch nach Amerika verkauft als antibiotikafreie Milch. Hat sich wohl da irgendwie zu dem Zeitpunkt gerechnet. Und der letzte Betrieb war ein absoluter Bilderbuch-Hightech-Betrieb. So wie man das jetzt ja auch immer gefördert hat. Der hat sich seine Vision erfüllt da draußen. Hat nochmal aufgestockt von 75 auf 189 Kühe. Ein super schöner Stall, wirklich toll. Überall stand Leli drauf, Melkroboter, 3 Stück, Mistroboter, Fütterungsroboter, Mischroboter. Und Holsteiner Kühe, riesengroße Kühe. Ich habe noch nie so große Kühe gesehen, mit so großen Klauen. War echt ein Erlebnis, aber glänzend. Und fast 12.000 Kilo Milchleistung so im Durchschnitt. Und er hat gesagt, seit dem Ukraine-Krieg ist er eigentlich faktisch pleite, obwohl er eigentlich alles richtig macht und das meiste rausbekommt. Die Energiepreise sind so explodiert und dann braucht er halt die Düngermittel, er kauft viel zu. Das ganze System ist so abhängig von Zusatzmitteln und von dieser Technik und man kann echt nur hoffen, dass der genug Ersatzteile kriegt für seine ganzen Roboter in Zukunft. Das ist echt ein Drama und dieser Betrieb hat total auf diese Familie gepasst. Also das ist absolut in diesem Kontext entwickelt worden. Und die haben das gemacht, was sie schon immer machen wollten und sind total happy damit, bis auf die Tatsache,
dass es eigentlich nicht mehr weitergeht, auch weil unter Umständen wahrscheinlich die Trockenheit da auch noch ein Problem sein wird. Und die Bezugsquellen von dem Futter, das Soja aus Südamerika, ist halt jetzt einfach nicht mehr so günstig. Also das sind echt Sorgen. Und das waren drei Beispiele. Auf dem Rückweg habe ich mir gedacht, ja, jetzt haben wir einmal ein Beispiel gesehen, wie man mit der Natur da wirtschaftet. Eins, wie man die Natur am besten nutzt. Und eins, wie man die Natur am besten anpasst. Weil sein Zuchtziel war auf jeden Fall, dass die Zitzenlänge und Abstände, dass das zum Melkroboter passt. Und dass die halt maximal Milch geben und so wurden die auch selektiert. Also absolut angepasst für das System. Die Kühe sahen nicht unglücklich aus, aber auch nicht so, wie ich meine Kühe lebe. Es sind also eher so robotermäßig, so vom Verhalten. Ja, aber auch das wäre jetzt zum Beispiel so eine Art Holistic Management, wenn man seinen Betrieb so gestaltet, dass es so passt. Bis auf die Tatsache, dass hier eben die Natur voll außen vor gelassen wurde und dass es wirklich ein Problem ist. Also das zum Thema Ziel. Genau. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte die maximale Milchleistung, ich möchte maximalen Aufwuchs, Biomasse, dann kann ich natürlich das messen und dann kann ich dann natürlich auch Vergleiche machen. Aber wenn mein Ziel ist, dass mein System widerstandsfähiger ist, resilienter wird, dann kann ich so alles, solche ganzen Messungen kann ich eigentlich mehr oder weniger erstmal hinten anstellen. Das ist dann auch gar nicht mehr so wichtig. Und was auch ein Punkt ist, wenn ich Resilienz haben will, dann muss ich also widerstandsfähiger werden will, dann muss ich das aber auch trainieren. Dann ist es nicht sinnvoll, immer alles auf dem gleichen Level zu halten. Ich brauche die Phasen, wo mal ein bisschen in Stress reinkommt. Auch wir brauchen die. Wir müssen auch das trainieren. Leute, die immer sich schonen und nie irgendwie an eine Grenze gehen oder auch Kinder, die nie irgendeinem Stress ausgesetzt werden, die sind dann, wenn es wirklich zur Krise kommt, nicht mehr in der Lage, irgendwie zu handeln. Und so ist es mit der Natur auch. Ich muss auch, natürlich gibt es einen Stress vom Wetter her auch, aber es ist keine gute Idee, immer alles gleich zu machen. Auch beim ganzheitlichen Management muss ich auch mal sowas zulassen oder mal überlegen, okay, die Fläche kann das jetzt vertragen, dann gehe ich mal ein bisschen mehr da rein und mal gucken, was da rauskommt. Mal herausfordern, gucken, wie schnell kommt es wieder zurück, das System, wie schnell kann es sich erholen. Das ist quasi auch so ein Indikator, wie schnell erholt sich wieder was. Und was auch, und da habe ich jetzt diesen Bezug zur Medizin, das ist so auch die Welt, wo ich herkomme. Es gibt sowas wie die Herzfrequenzvariabilität, das kann man messen. Das heißt, es ist, je variabler dein Herzschlag ist über einen Tag, also immer nur 180 oder immer nur 60 ist nicht sehr variabel. Und je höher diese Variabilität ist, desto gesünder ist dieser Organismus. Ja? Und das ist das, was wir eigentlich auch brauchen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie einen Impuls fühlen von unserem Land und von allen, die da mitmachen, einfach so, also im übertragenen Sinn und gucken, was kann ich denen zumuten, wie kann ich das Ganze auch irgendwie, wie so ein Komponist, irgendwie zusammenbringen, dass es so eine Art Grundlinie gibt, wie hier diese rote, das heißt, dass nicht jeder extreme Wetterumschwung uns gleich so raushaut, dass wir ewig lang brauchen, um wieder hinzukommen. So macht es uns dann widerstandsfähiger für die wirklichen Krisen oder für die wirklich extremen Phasen, wo es dann 3 Monate lang gar nicht mehr regnet. Das kennen wir ja hier im Allgäu gar nicht, oder? Also ein paar Wochen ist für uns schon auch ziemlich trocken. Und dieses Jahr war es auch trocken. Also ich habe noch nie die Argen, der Bach, der bei uns entlangläuft, also es war schon immer mal trocken, aber so wenig Wasser habe ich eigentlich, du siehst es doch besser, oder? Also dieses Jahr war echt extrem wenig. Ja, genau. Ja. Also wir haben das gar nicht so gespürt und unsere Hofquelle ist gar nicht versiegt. Das ist uns auch schon mehrmals passiert, aber dieses Jahr nicht.
vielleicht machen wir doch ein bisschen was richtig. Genau. Also wir brauchen beides. Wir brauchen den Stress, die Störung, die Einschränkung. Wir brauchen aber auch wieder eine Phase, wo wir uns erholen können, wo wir tiefer wurzeln können, wo wir mal nochmal überlegen können, passt das eigentlich? Genau. Also das ist wichtig. Und wir müssen echt uns angewöhnen, auch das Ganze zu sehen, weil eben in so einem Ökosystem, in so einem lebendigen System auch alles miteinander zusammenhängt. Ich habe noch überlegt, ob ich dann noch einzelne Linien hier, Verbindungslinien mache, aber dann hätten wir überhaupt nichts mehr gesehen. Aber das ist so im Punkt, man geht raus und schaut und nimmt dann letztendlich all diese Punkte auch irgendwo auf. Und dann entsteht so ein Muster. Und ich glaube, wie gesagt, mit dem Messen ist so eine Sache, es ist am Anfang auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, zum Schluss entstehen so Muster durch die Erfahrungswerte. Und dann siehst du auch an deinem, wenn die Herde jetzt an dem Standort ist, weißt du schon ungefähr, wie es ausschauen muss oder in welche Richtung es richtig geht oder wo es wieder in die falsche Richtung geht, in Anführungszeichen falsch. Also das ist ein bisschen viel auf einmal, aber letztendlich müssen wir, das sind wichtige Informationen für uns. Die brauchen wir, um nachher auch ganzheitliche, gute Managemententscheidungen treffen zu können. Ja, und das sah jetzt irgendwie kompliziert aus, aber es ist es nicht. Es ist eigentlich nur komplex. Und man kann relativ einfach, allein nur dadurch, dass man bei der Beweidung mal ein bisschen aufpasst, dass man nicht zu sehr überweidet oder auch nicht unterweidet, sondern da eher so ein richtiges Timing erwischt, kann man ganz viel gut machen. Und schon allein auch dadurch, dass man diese Erholungsphasen weiter rauszieht, da schon entsteht schon ein Benefit. Und am Anfang kriegt man schon deutlich mehr Biomasse dazu. Also das ist ja die Idee, wenn das Graue die natürliche Wachstumskurve ist, kann ich durch ein bisschen angepassteres Management schauen, dass ich quasi das vegetative Stadium ein bisschen rausziehe, dass es einfach insgesamt mehr gibt oder auch nicht so schnell nachher braun wird und verholzt, sondern dass die Pflanze einfach so ein bisschen auf Zehenspitzen bleibt. Und dann, wenn es dann quasi Sommer ist und eher trocken ist und die Pflanze, wo kein so ein Wachstum mehr da ist, dann kann ich noch mal ein bisschen anders planen und vielleicht auch weiter runterfressen lassen. Und im Herbst muss ich wieder ein bisschen aufpassen, dass ich da möglichst auch noch die ganze Sache ein bisschen rausziehen kann. Und es ist nicht nur so, dass wir auf die Biomasse oberhalb gucken müssen, wir müssen auch auf die Wurzeln gucken. Und das ist auch die Idee dahinter, dass man das Management so auslegt, dass auch die Pflanze Wurzelmasse bilden kann. Weil nur dann kann ich auch die Mikroorganismen im Boden versorgen. Die brauchen die Wurzeln und die Exudate. Und wenn die Pflanze das nicht geben kann oder diesen Lebensraum nicht geben kann, dann habe ich eben auch weniger Mikroorganismen, die dann nachher auch den Boden verbauen zu Humusaggregaten und wiederum der Pflanze helfen. Das ist ja ein Kreislauf letztendlich. Und was auch noch so ein Punkt ist, wenn man das jetzt das erste Jahr und das zweite Jahr oder auch das dritte Jahr, da denkt man ja, aber dann kommt man so an den Punkt und da wird der Tobi vielleicht nachher nochmal draußen auch was erzählen. Er hat so die ähnlichen Erlebnisse da draußen. Dann kommt so ein Punkt, wo man entscheiden muss, will ich dann weiterhin in Richtung Produktivität gehen oder verliere ich gerade so ein bisschen die Biodiversität? Was ist mir jetzt hier wichtiger? Wir haben jetzt hier das ist bei uns hier, auch noch 48 verschiedene Spezies gefunden. Aber wir haben jetzt im dritten Jahr schon ziemlich suchen müssen. Es waren noch alle da, aber es war sehr, sehr graslastig da. Und die Überlegung ist jetzt, was mache ich denn? Ja? Das Prinzip von der Sukzession, das kennt ihr, oder? Es fängt mit dem blanken Boden an, dann kommen erstmal die Unkräuter und dann geht das so weiter bis zum Wald. Dann entwickelt sich das so, dann kommen dann die Tiefwurzler, die Gräser und so weiter. Und es geht immer so in diese Richtung. Und die Kuh, die kann eigentlich
eigentlich überall. Die Frage ist, wo möchten wir sie dann letztendlich haben oder was möchte ich denn da auf dieser Fläche auch erreichen? Ist das ein Feld, wo ich vielleicht auch trotz noch mähen möchte? Und das kann ich dann steuern, eben auch durch dieses Weidemanagement oder versuchen zumindest mal eher die Richtung zu fördern oder ich kann aber auch wieder zurückgehen. Das macht man meistens unbeabsichtigt, wenn man was überweidet oder falsch macht, aber ich kann es auch ganz gezielt einsetzen. Genau. Ja, und was wir jetzt leider erst zum Schluss machen konnten, auch wegen Corona und so weiter, wir haben erst jetzt das wirklich mal die ersten Kurse gehabt, aber was wirklich noch ein hilfreiches Tool ist, ist diese Obsalim-Methode von diesem französischen Tierarzt. Wir müssen nicht nur lernen, unser Land lesen zu lernen, sondern wir müssen auch, wenn wir uns das Leben einfacher machen wollen, auch unsere Kuhherde lesen, besser lesen lernen. Und es gibt so gewisse Symptome, wo man Rückschlüsse ziehen kann darauf, ob die Kuh pansenstabil ist, ja? Ob sie ausreichend Eiweiß hat für sich, aber auch für ihr Mikrobiom oder auch Energie oder auch Faser. Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das rauszufinden und auszuwerten, so dass man relativ schnell auch sehen kann, okay, ich bin hier schon zu früh reingekommen mit der Herde in den Pflanzenbestand. Ja? Die zeigen jetzt nach 24 Stunden schon Symptome. Wenn ich das jetzt immer so mache, kann es sein, dass daraus irgendwas wird, dass sie dann plötzlich anfangen, alle krumm zu gehen oder irgendwelche anderen Probleme entwickeln. Und das sind aber schon so Voranzeiger. Und wenn wir dann wissen, okay, die Hälfte oder zwei Drittel der Herde zeigen das, dann ist das relevant. Und dann kann ich mir überlegen, okay, wie mache ich es nächstes Mal besser? Und also da wollen wir auf jeden Fall noch so ein bisschen weiter gucken. Das ist, glaube ich, wenn man das gut drauf hat, natürlich muss man es auch erst lernen, wie alles, aber wenn man das so gut drauf hat, dann kann man, glaube ich, relativ schnell auch relativ sicher sehen, ob das passt und dann die Herde auch gesund halten und man kriegt aber auch ein Feedback auf den Pflanzenbestand, was da los ist. Also, wie geht es jetzt weiter? Der Leitfaden muss offiziell, also nicht offiziell, er muss fertig werden bis Ende März. Und dann könnt ihr den alle umsonst anschauen, den werden wir ja auf unsere Webseite hinterlegen. Wir werden auch gar nichts drucken, weil wir den auch ein bisschen interaktiv halten wollen und vielleicht auch noch ein bisschen erweitern wollen über die Zeit, weil wir ja jetzt noch mehr Projekte vorhaben. Was wir auch auf jeden Fall noch weitermachen, auch wenn das Projekt dann offiziell abgeschlossen ist, dass wir auch noch weiter pflanzen. Das dauert halt einfach noch so eine Zeit. Aber wir haben jetzt schon gesehen, das war jetzt mal einfach mal so ein Einstieg, dieses Projekt. Und es gibt aber ganz viele Sachen, die wir einfach noch genauer wissen müssen. Wir haben auch viele Fragen noch mitgenommen von anderen oder Vorschläge. Und wir haben jetzt dann gesagt, okay, wir müssen da nochmal anders rangehen. Das heißt, wir haben jetzt unser Cupro Klima Projekt nochmal in verschiedene Ebenen unterteilt und werden jetzt zu den einzelnen Sachen nochmal einzelne Projekte machen. Und eins haben wir jetzt schon verabschiedet. Das heißt, wir haben einen Antrag gestellt. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mal sagen noch, weil vielleicht der ein oder andere auch Interesse hat, daran mitzumachen. Wir wollen gerade ein Konzept entwickeln für ein Mentorenprogramm. Das heißt, die Idee ist, dass wir mal Leute finden, die schon unterwegs sind in der Richtung und die sich aber auch später dann anbieten würden, andere Betriebe an die Hand zu nehmen. Also nicht, dass sie einen anderen Bauern ausbilden, sondern einfach nur als Kontaktperson mal für 2-3 Jahre zur Verfügung stellen. Weil das ist das, was uns auch gefehlt hat. Ja? Wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist eigentlich, in der Theorie ist alles klar, ja? Aber da draußen ist es nicht so klar. Und da hilft es, wenn du zu einem anderen Betrieb gehen kannst, der vielleicht auch noch in deiner Region ist und ab und zu mal auch anrufen kannst. Und dann fährst du dahin und dann könnt ihr gemeinsam gucken und überlegen und das hilft ungemein. Was halt ganz schwierig ist, und das können wir auch nicht, und ihr habt das ja auch vielleicht zum Teil selbst gemerkt, wir blocken das auch ab, weil wir kommen echt so gar nichts mehr. Es geht halt nicht, wenn das sich auf wenige konzentriert.
Und eine Stunde ist schnell rum. Auch wenn einer sagt, nur mal kurz gucken, ist die Stunde ist weg. Das geht einfach nicht. Und die Idee ist, dass wir dann in diesem Projekt, also A, dass wir ein Konzept erstellen, das universell wie so ein Framework auch, wie ein Holistic Management Framework erstellen und gleichzeitig aber auch eine Art Plattform, wie so eine Vermittlungsform, wie bei den Heiratsplattformen, wo man so Profile erstellt, wo man ein bisschen abgleichen kann, okay, der Betrieb ist ungefähr wie der und dann kann man mal fragen, können die sich leiden, würde sich daraus was ergeben, so ungefähr für 2-3 Jahre irgendwie so eine Partnerschaft eingehen. Und der Mentor soll auch was dafür kriegen, das wollen wir auch noch organisieren. Und mit diesem Mentorenprogramm könnten dann andere Länder ja auch übernehmen, über die Grenzen hinaus. Und dann werden wir in dem Projekt selber die erste Generation Mentoren so fördern, denen auch so ein bisschen was an die Hand geben, damit sie sich auch sicherer fühlen und auch gleich in diesem Projekt mal schauen, dass ein Mentor gleich in dem Projekt mit einem anderen, der einfach das lernen will, den gleich verbindet. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an diesem Projekt, weil wir nachher auch fragen werden, wenn wir den Zuschlag kriegen natürlich, dann könntet ihr euch anmelden bei uns. Ich habe da hinten auch eine Liste hingelegt, dann schreibt ihr einfach euren Namen hin. E-Mail-Adresse habe ich nicht von jedem, glaube ich. Und dann sprechen wir euch einfach nochmal an, wenn wir soweit sind, stellen das vor und dann könnt ihr einfach noch entscheiden, ob ihr da mitmacht oder nicht. Genau. Und so. Geht das nur innerhalb von Bayern oder auch? Ja, das müssen wir nochmal klären. Ich denke, das können wir auch ausweiten. Die Frage ist, wir wissen noch nicht ganz genau vom Konzept her, wie wir es dann machen in diesem Projekt, aber es ist ja die Idee, dass es Deutschland europaweit letztendlich irgendwie funktioniert. Und auch die Ressourcen nachher dann so gestaltet sind, dass man das von anderen Ländern und Also das ist so das, was wir machen. Wir wollen auch noch schauen in diesen organischen Stickstoff. Wir wollen gucken mit dieser Obsalim-Methode, Herdengesundheit. Da gibt es auch noch ein Projekt, wo wir vielleicht auch noch Bauern oder Betriebe brauchen, die da mitmachen. Wir wollen der TUM den Bodenkunde-Lehrstuhl, den Boden aufs Auge drücken, dass die da weiter forschen, weil wir haben auch noch weitere Theorien da in Sachen Kohlenstoff. Kohlenstoff ist nicht gleich Kohlenstoff und wir sind ziemlich fest der Überzeugung, dass die Kuh da noch ganz andere Sachen machen kann, die man vielleicht noch gar nicht sich angeschaut hat. Genau, und noch ein Projekt, was ganz wichtig ist, da sitzt auch jemand hier von der Uni Frankfurt noch, die ich unbedingt gewinnen will für die Almut, für das Projekt. Wir wollen einfach, weil sie sich auch schon mit dem Thema beschäftigt, wer will, kann sie auch vielleicht nachher mal ansprechen, weil die machen in Südtirol schon Forschung zu dem Thema. Und zwar, wie die Beziehung ist von Landwirten zur Landschaft. Ja, wie unser Verhalten auch sich auf und was wir machen, sich auf die Landschaft auswirkt. Und genau das können wir auch wieder nutzen, dass wir das wieder in die andere Richtung verschieben. Ja? Also wir sind zwischen Natur und Landwirtschaft in der Mitte. Von uns wird jetzt viel abverlangt. Wir sollen plötzlich viele Sachen sind nicht mehr richtig. Und wir müssen jetzt einfach selber einen Weg finden, wie wir das zusammenbringen und nicht nur zusammenbringen, sondern vielleicht auch auf die nächste Ebene bringen. Und da vielleicht aus dem Besten, aus diesen zwei Welten, so ein neues Ökosystem mitgestalten. Ja? Also mal anfangen zumindest, so dass wir das irgendwie noch verheben können. Ja, noch zum Schluss. Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Das hat der Charles Darwin damals schon so festgestellt. Und das ist meiner Meinung nach, da hat er echt ins Schwarze getroffen. Und das sollten wir uns irgendwo überall im Kühlschrank an Zettel und überall hinschreiben, dass wir das nicht vergessen. Ja, da müssen wir irgendwo eine Lösung jetzt finden, wie wir da wieder hinkommen, weil die Potenziale, die die Natur hat, wenn das richtig, richtig gut wieder funktioniert, diese Ökosystemprozesse, also das ist ja der Hammer. Wir haben noch gar nicht alles gesehen, was hier in unserer Region eigentlich möglich wäre. Und jetzt, wenn es wärmer wird sowieso, könnten wir sicher vielleicht auch noch ein bisschen, wenn wir das gut angehen, da wirklich auch einen Bogen noch kriegen.
Weil wir sind jetzt echt noch im gelobten Land, wenn man so guckt, sich umguckt, haben wir es echt noch gut. Also wir haben einen Vorsprung hier, wir haben das Grünland, wir haben auch Acker, aber hauptsächlich Grünland. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es hier noch mehr regnet gerade. Mit einem Grund, weil das eher getriggert wird hier. Und wir haben Potenzial hier und das müssen wir jetzt nutzen und das müssen wir aber auch sagen, dass wir hier das Potenzial haben. Und ich denke, wir Bauern müssen uns auch hier, wir müssen auch die Rolle annehmen. Unsere Kühe verteidigen und aber auch die Rolle annehmen und auch was draus machen. Und das können wir. Wenn wir das irgendwie zusammen irgendwie hinkriegen könnten, würde das relativ schnell irgendwo in die gute Richtung gehen. Und ich glaube auch, dass es jetzt auch die Bereitschaft schon da ist, weil man eben schlechter Traktorreifen bekommt, weil man keine Ersatzteile mehr kriegt und weil man nicht weiß, was kommt, dass wir uns auf das besinnen, was wir schon haben und da das Optimum machen.